Herzlich willkommen zu meinem Kanal und heute stelle ich euch das Thema Rekuperation oder auch umgangssprachlich Energierückgewinnung vor. An diesem Beispiel seht ihr bei einem Toyota Prius Hybrid die vier Balken, also in der Mitte nach außen, rechts oder links. Links habt ihr diesen Charging Mode, das ist diese Rekuperation oder Energierückgewinnung. Ich zeige euch das mal an einem Beispiel, indem ich mit dem Auto losfahre und werde gleich etwas abbremsen. Und ihr seht dann links, wird sich dieser Charging Balken füllen. Je nachdem, wie stark ich das Bremspedal betätige. Seht ihr das? So. Und dementsprechend lade ich mehr oder weniger Energie in den Akku auf. Um in einer gewissen Weise das Hybridsystem richtig zu fahren oder zu benutzen, ist es ratsam, beim Bremsen in diesem Charging-Bereich zu bleiben. Das heißt, bei diesem Fahrzeug ist es so, dass wenn ihr unter 10 km/h Geschwindigkeit seid, bremst ihr mit diesem Fahrzeug generell immer mechanisch. Alles drüber hinaus wird elektrisch gebremst. Das heißt, die Energie wird über einen Elektromotor in den Akku gebracht oder geladen. Wenn ihr eine höhere Geschwindigkeit fahrt und ihr bremst ab und ihr bremst über diesen Charging-Balken hinaus, dann bremst ihr mit der mechanischen Bremse, also mit den ganz normalen Bremsklötzen. Ein interessantes Ding, was die Rekuperation angeht. Ein Fahrzeug, also ein Hybridfahrzeug, das rekuperiert, kann bis zu 70% der verwendeten Energie, die ihr vorher aufgewendet habt, beim Beschleunigen wieder zurückgewinnen. Das heißt, ihr habt zwar einen Verlust, aber gegenüber einem normalen Verbrennungsmotor, wo eben diese Funktion nicht hat, könnt ihr bis zu 70% Energie zurückgewinnen, mit der ihr später beschleunigen könnt. Also was einen guten Hybridfahrer ausmacht, ist es, dass man vorausschauend fährt und schaut, dass man über diesen Charging-Balken hinaus nicht fährt. Wenn ihr in diesem Bereich bleibt, schont ihr die Bremse, ihr gewinnt Energie zurück und verschenkt sie nicht. Je nach Fahrzeug ist es aber auch unterschiedlich. Manche Fahrzeuge haben diese unter 10 km/h Geschwindigkeit mechanische Bremse. Manche Fahrzeuge bremsen in einem gewissen Prozentsatz immer mit. Es gibt auch eine Fahrweise, die nennt sich bei, sage ich mal, Elektrofahrzeugen auch die One-Pedal-Drive-Methode. Bei dieser Methode ist es so, ihr fahrt tatsächlich mit einem Pedal, und zwar mit dem Gaspedal. Sobald ihr das Gaspedal loslässt, rekuperiert das Fahrzeug automatisch, je nachdem, wie stark ihr die Rekuperation eingestellt habt. Das heißt, ihr könnt tatsächlich mit einem Pedal komplett durchfahren, ohne die Bremse oder ein anderes Pedal zu betätigen. Das nächste Thema ist die Stellung des Ganghebels. Es gibt die Stellung N und die Stellung B, was relativ interessant ist für viele. Ich muss aber auch dazu sagen, dass die Stellung B ich bis jetzt nur noch bei Toyota gesehen habe. Es ist mir nicht klar, welches Fahrzeug das noch haben könnte. Ich sag mal was dazu, und zwar ein Beispiel, ihr fahrt einen ganz langen Pass hinunter. Ihr fahrt und fahrt und fahrt und irgendwann mal ist die Batterie voll geladen durch die Rekuperation. Und die Bremsen bei so einem Hybridfahrzeug sind relativ, sage ich mal, schwach ausgelegt. Also es reicht für eine gute Vollbremsung, aber nicht für eine dauerhafte Passfahrt. Jetzt kommt diese B-Stellung ins Spiel. Wenn ihr mit dem Fahrzeug einen Berg runterfährt und die B-Stellung einlegt, das zeigt er euch auf dem Display an, dann aktiviert er die Motorbremse. Das heißt, das ist genau das, was bei dem konventionellen Benziner passiert, wenn ihr vom Gas geht und die Kupplung nicht betätigt wird. Der Motor verdichtet die Luft und bremst einfach ab. Das solltet ihr aber nur wirklich dann verwenden, wenn ihr lange Pässe fahrt oder wenn ihr laut eurem Bordcomputer seht, dass die Batterie vollgeladen ist. Und zwar, wenn ihr den Pass runterfährt. Ihr solltet natürlich nicht im normalen Straßenverkehr diesen B-Modus nutzen, weil ihr natürlich auch viel Energie verliert durch diese Motorbremse. Es gibt noch eine interessante Geschichte zur Endposition, die ich rausgefunden habe. Wenn ihr beispielsweise die Bremse erneuert habt oder wenn ihr sagt, okay, mein Fahrzeug steht relativ lange, meine Bremsscheiben sind relativ stark verrostet, ich sollte die Bremsen etwas frei fahren, dann kann man das machen. Ich empfehle da natürlich, das nicht voll auszunutzen und sagen, okay, ich bremse mal einfach mal von 100 auf 0 runter, sondern ihr müsst das relativ vorsichtig und mit Gefühl machen. Aber wenn ihr ganz normal eine Geschwindigkeit hält und wenn ihr diese Neutralstellung betätigt, dann deaktiviert ihr die Rekuperation vom Auto und bremst
zu 100% mechanisch mit der Bremse. Dadurch habt ihr den Vorteil, dass das Fahrzeug nicht rekuperiert und ihr tatsächlich die Bremse freibremsen könnt. Falls ihr in einen Bremsenprüfstand fahren würdet oder zum sogenannten TÜV, braucht ihr das gar nicht, weil das Fahrzeug so oder so auf einem Prüfstand nicht schneller wie 7 oder 8 km/h, soweit ich mich erinnern kann, beschleunigt wird. Das heißt, das Auto bremst bis 10 km/h so oder so komplett mit der mechanischen Bremse. Und noch ein kleiner Tipp von mir. Schaut regelmäßig auf die Freigängigkeit der Bremsen. Wenn ihr mal in der Werkstatt seid, zum Räderwechsel oder einen Check, prüft bei einem Hybrid- oder Elektrofahrzeug, ob die Freigängigkeit der Bremsen gegeben ist. Ihr erschlagt mehrere Sachen auf einmal. Ihr verbraucht weniger Sprit oder Energie. Ihr habt quasi eine erhöhte Lebensdauer der Bremse. Und zusätzlich könnt ihr mehr Energie zurückgewinnen, weil das Fahrzeug ja leichter läuft oder mehr Energie zurückgewinnen kann. Und das Interessant ist, es gibt Fahrzeuge, die mit über 500.000 Kilometer eine Strecke zurückgelegt haben mit den originalen Bremsscheiben, aber den zweiten Belägen. Und das ist gigantisch, was diese Fahrzeuge durch diese Rekuperation an Material einsparen können. Und natürlich funktioniert der Charging Mode auch im Schiebebetrieb. Das heißt, wenn ihr vom Pedal geht, es geht bergab oder ihr lasst das Auto einfach schieben, wo normalerweise die Motorbremse greifen würde, habt ihr diese Rekuperation bei einem Hybridfahrzeug. Bei einem Elektroauto ist es genau das Gleiche. Und eine kurze Zusammenfassung. Also ihr bleibt im Charging-Bereich, schaut, dass ihr die Energie nutzt und nicht verschwendet. Ihr schaut als zweites regelmäßig nach den Bremsen, dass die freigängig sind. Ich bedanke mich recht herzlich für das Zuschauen und bis zum nächsten Mal.